Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex und heute das allererste Mal mit Bitcoin Cash. Ja, ihr Lieben, dieses Video ist natürlich Bitcoin Cash gewidmet. Das heißt, ich will euch heute ganz kurz einmal erklären, was ist in den letzten beiden Tagen hier passiert. Was ist Bitcoin Cash und was oder wie verhält sich Bitcoin Cash zum Bitcoin, den wir bisher kennen? Ja, das will ich so kurz wie möglich halten. Daher dieser Artikel von heise.de, den ich nochmal in die Beschreibung packe. Da könnt ihr nochmal ganz in Ruhe nachlesen, was da so drin steht an Fakten. Der ist brandaktuell, so wie alles, was ich euch immer berichte. 16:45, also gerade eben, jetzt haben wir es 17:14 Uhr. Ich denke mal, bis das Video hochgeladen ist, wird es kurz vor 6 sein. Und ja, da seid ihr also wirklich up to date. Was ist passiert? Nach einer ewig langen sogenannten Skalierungsdebatte, wo es darum ging, okay, der Bitcoin ist einfach nicht mehr zeitgemäß, die Transaktionsdauer ist zu lang, hat man überlegt, den Block in der Bitcoin-Blockchain aufzustocken, von einem MB, das ist die aktuelle Größe, zu einem möglichst deutlich größeren Block. Und das war natürlich eine große Debatte, die einen waren dafür, die anderen dagegen, Miner dafür, User dagegen und so kam es dann zu einer kleinen Diskussion, die immer mehr ausgeartet ist. Versucht haben es natürlich viele, das zu schlichten und zuletzt ist es im Mai gewesen, dass in New York eine Zusammenkunft war von vielen, vielen Leuten, die in der Bitcoin-Szene oder generell in der Krypto-Szene sehr wichtig und bedeutend sind, heißt Großinvestoren, viele Vorstände der Exchanges, aber auch sonstige wichtige Miner und all die haben gemeinsam beschlossen, okay, Segwit wird aktiviert und in einer anderen Form als bisher angedacht, sondern und zwar Segwit 2x, das heißt, der Block wird verdoppelt und mit dieser neuen Idee sind eigentlich alle soweit konform gegangen. Das bedeutet, bis vor kurzem haben über 99,99%, also eigentlich 100% haben signalisiert, okay, ab 1.8. sind wir bereit, alles, was nicht, alle Blöcke, die nicht Segwit-Blöcke sind, einfach nicht mehr zu akzeptieren. Ja, das heißt also, jeder hat versprochen, sich daran zu halten, indem man damals ein Update durchgeführt hat zwischen dem Juli und August. Und somit war er sozusagen dafür, dass der Bitcoin, so wie er bislang läuft, verändert wird und eben Segwit aktiviert wird. Ja, wie es denn aber nun mal so ist, jetzt, wo es tatsächlich der 1.8. war, stellte sich aber heraus, dass gar nicht 99,9% bzw. 100% für Segwit sind, sondern irgendwie doch kleine Grüppchen sich bilden. Und eine der bedeutendsten Gruppen, die sich da gebildet hat, ist die Gruppe um Bitcoin ABC herum. Bitcoin ABC ist ein anderer Begriff für Bitcoin Cash oder auch Bcash. All diese drei Begriffe werdet ihr in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten öfter mal hören. Es ist damit immer das Gleiche gemeint. Und im Prinzip geht es dabei darum, dass sie sagen, hey, wir mochten eigentlich die alte Blockchain, wie sie funktioniert hat. Das war eigentlich alles okay. Und das hat für uns Miner, also größtenteils für Miner, auch bestimmte Vorteile, die wir uns eigentlich ungern nehmen lassen wollen und Alleinstellungsmerkmale, die wir mit der neuen Technologie mit Segwit nicht mehr haben. Und so gibt es jetzt zwei Lager. Es gibt einmal das Lager derjenigen, die sich eigentlich an ihr Wort halten wollen, also sprich an die Aktivierung von Segwit halten wollen, wie vereinbart. Und dann gibt es die kleine Gruppe, die sich jetzt noch überlegt hat, dagegen vorzugehen. Und diese kleine Gruppe, aus der entstand, wie gesagt, Bitcoin Cash. Und diese kleine Gruppe scheint gar nicht so klein zu sein, denn wenn wir uns mal jetzt die Cryptocurrency Market Capitalizations anschauen, kurz CoinMarketCap, dann sehen wir, dass Bitcoin Cash innerhalb von, lasst mich lügen, vielleicht 24 Stunden, 8 Milliarden Euro, umgerechnet ungefähr 11 Milliarden Dollar, eingesammelt hat. Das führte dazu, dass, wie wir hier sehen, eigentlich eine Kopie von Bitcoin erst einmal die Vorlage war, aber diese Kopie so gut angenommen wird, dass sie schon auf Platz 3 der gesamten Marktkapitalisierung ist. Und das ist schon eine Hausnummer. Also viele haben ja gesagt, ach, Bitcoin Cash, das wird vielleicht mal irgendwie ja, so ein kleiner Ausreißer, der wird schnell wieder eingefangen und morgen hat ihn jeder vergessen. Scheinbar ist die Gruppe nicht ganz so klein, die dahinter steht und sagt, okay, das alte Bitcoin-System hat uns gefallen. Und dementsprechend konkurriert jetzt dieser Bitcoin mit dem ursprünglichen Bitcoin. Und dieser Bitcoin nennt sich Bitcoin Core, also Bitcoin Kern, also der Standard-Bitcoin. Der Bitcoin Core steht also jetzt im Verhältnis oder im Wettstreit zum Bitcoin Cash. Bis auf die Begrifflichkeit und der Tatsache, dass beide ursprünglich mal auf der gleichen Blockchain gelaufen sind, unterscheiden sie sich eigentlich in der Grundidee, was das Mining betrifft. Ja, die einen sagen halt, okay, die Blöcke im Bitcoin Cash sind viel, viel größer, nämlich 1,9
war jetzt zum Beispiel einer der Blöcke 1,9 Megabyte groß, also fast doppelt so groß wie die ganz normalen Bitcoin Core Blocks. Ich merke gerade, das ist ein bisschen schnell, aber ich hoffe, ihr versteht trotzdem, was ich meine. Also, die sind doppelt so groß, das kommt einigen sehr zugute und die mögen es. Andere wiederum sagen, nee, wir möchten lieber das so weiter fortführen, wie wir geplant haben mit Segwit und da haben wir unseren Vorteil drin. Also kurz gesagt, sie stehen im Wettstreit und das wirbelt natürlich gerade so ein bisschen den Markt auf. Wir sehen zum Beispiel, dass die Dominanz von Bitcoin nur noch 43% ist. Mit Bitcoin ist hier BTC gemeint, also Bitcoin Core. Und dann gibt es noch BCC, das ist Bitcoin Cash. Ja, das also erst einmal dazu. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich jetzt gerne mit euch in den Artikel einmal reingehen. Falls ich was falsch gesagt habe oder irgendwas durcheinander gebracht habe, auch gerne korrigieren. Ist mir sehr wichtig, dass ihr mich da auch verbessert, denn wir lernen ja gemeinsam. Okay, kurz gesagt, was ist passiert? Bis vorgestern war es so, dass die Blöcke ganz normal erschlossen wurden, wie es in der Blockchain üblich ist. Die Miner haben also Blöcke gesucht und auch gefunden. Und der letzte Block, der gefunden wurde, bevor man gesagt hat, okay, ab sofort suchen wir Bitcoin Cash Blöcke, war der Block 478558. Ja. Ab dann gab es eben den ersten Block, der für die neue Währung, für die Bitcoin Cash erschlossen wurde und der war, wie schon vorhin angesprochen, 1,9 Megabyte groß. Also ist er folglich nicht mehr basierend auf dem derzeitigen Bitcoin-Protokoll. Was heißt das für uns? Das heißt für uns erstmal noch gar nicht. Das heißt, wir müssen den Markt beobachten, aber heute gab es einen unfassbaren Hype auf diese Bitcoin Cash. Die Kurse sind teilweise auf bis zu 1450 Dollar bei Bittrex gestiegen. In der ersten Sekunde, als das Ganze auf den Markt kam, waren wir ungefähr bei 100 Dollar. Das heißt, man hat einen Wert angenommen von 100 Dollar für einen Bitcoin Cash, für eine Einheit. Mittlerweile sind wir eingependelt bei roundabout 730, 750 Euro. Und ich glaube, das ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir müssen es natürlich beobachten, aber wir gehen am besten mal auf die Chart hier. Wir gucken uns das einfach mal an. Oh, das war jetzt falsch. Sorry dafür. So, Bitcoin Cash, genau. Also wir sehen, im Prinzip gibt es nur diesen einen Tag. Wir können jetzt zwar 7 Tage anklicken, aber es gibt nur den einen Tag. Das heißt, wir haben einen Vorlauf, da wo noch gar keine Marktkapitalisierung stattfindet. Und irgendwann sehen wir, dass da bei oben, bei der blauen Linie, wo momentan Market Cap steht, dass die hier irgendwann startet, und zwar genau hier. Bei Null gestartet, direkt mit 6,3 Milliarden Dollar gestartet und lag dann eben nach einer kurzen Einpendelzeit bei 380 Dollar. Ich habe es auch schon bei 100 Dollar gesehen, von daher sehen wir, so ist es gelaufen. Und momentan befinden wir uns bei 734 Dollar. Bei Bittrex, eine der Börsen, die es gibt, sehen wir, dass aber ganz anders gehandelt wird. Wir sehen also hier sehr, sehr viele, wie zum Beispiel Kraken, Bitfinex oder Via BTC. Die haben ganz normale Preise, 540 Dollar pro Einheit. Bittrex hat aber 885. Das hat gewisse Gründe. Das geht zum Beispiel darum, dass man bei Bittrex aktuell die Coins nicht auszahlen kann. Das heißt, man kann sie jetzt nicht einfach so von dort auf sein Wallet ziehen und auch von seinem Wallet keine einzahlen. Das heißt, es kann dadurch noch zu krassen Verschiebungen kommen. Und bei Bittrex, ich würde jedem empfehlen, der jetzt aktuell Bitcoin Cash besitzt, dass er sie gegebenenfalls gegen Ethereum oder gegen irgendeine andere, sagen wir mal, eher etwas krisensicherere Währung einsetzt oder eintauscht und sich dann die Ether auf sein Wallet zieht. So könnt ihr denn mit diesem kleinen Trick, könnt ihr eure Bitcoin Cash umwandeln und eben auf eure private Wallet ziehen. Ja, ansonsten seht ihr, also sehr, sehr viele Börsen haben sich dazu bereit erklärt, Bitcoin Cash zu akzeptieren, obwohl es doch eigentlich nur ein kleines Lauffeuer sein soll oder ein kleines Minifeuer sein soll und kein Lauffeuer. Aber ihr seht, es schließen sich immer mehr Börsen an und aus dem kleinen, unbedeutenden Bitcoin Cash wird langsam ein ernstzunehmender Konkurrent und das schon nach wenigen Stunden. Ja, das war es im Prinzip aus dem Artikel. Ihr könnt noch viel, viel mehr lesen. Zum Beispiel könnt ihr euch über den Blockstreit noch mal ein bisschen durchlesen. Anstehende Änderungen beim Bitcoin und so weiter und so fort. Das würde jetzt ein bisschen in den Rahmen sprengen und ich glaube, das Wichtigste zum Bitcoin Cash ist gesagt. Wenn euch noch was einfällt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch wie immer einen richtig, richtig geilen Abend. Viel, viel Freude beim Investieren. Und ansonsten bis bald. Ciao.